16 Bars TV heute mit Bosca und Visavi. Wir stehen am Rande des wunderschönen Köpenicker Whisky-Fests. Genau so ist es, ja. Du hast einen Whisky in der Hand, du hast gerade viel Geld dafür gelassen. Auf jeden Fall 10 Euro hat er gekostet und ich hoffe, er hält, was der Preis verspricht. Also ich habe schon gesagt, die Nummer kann ich jetzt heute einmal machen und später geht es dann wieder zum Rewe und dann muss für 10 Euro dann der restliche Abend finanziert werden. Hast du schon probiert? Ich habe so einen ganz kleinen Schluck, aber ich kann jetzt mal hier den ersten... Bitte. Ich schüttel es nur beim Zugucken. Allein der Geruch ist so extrem. Ey, ich finde es richtig gut. Also verrückterweise schmeckt es, also meiner Meinung nach, ein bisschen wie Apfelsaft. Also es hat so einen Apfelgeschmack irgendwie. Aber gut, also ich mag das. Das ist der teuerste Whisky, den du jemals getrunken hast? Boah, das weiß ich nicht genau. Also ich habe wirklich schon ab und zu mal in irgendwelchen Irish Pubs dann auch im kompletten Wahn mir irgendwelche teuren Whiskys geholt. Aber ich glaube, 10 Euro fürs Glas ist schon so mit das teuerste, ja. Auf jeden Fall schön, dass wir uns hier heute treffen mit den ganzen netten Menschen und dem ganzen Alkohol hier. Sille haben wir leider nicht getroffen. Also wahrscheinlich für ihn besser so, aber ja, schade trotzdem. Aber du hast Vega mitgebracht, mit dem können wir ja später vielleicht ganz zum Schluss auch nochmal kurz reden, aber erstmal soll es ja auf jeden Fall heute um dich gehen und vor allem natürlich auch um dein Album, das jetzt ansteht. Solange es schlägt, es gab jetzt schon die erste Ankündigung für das erste Video. Du hast da so ein bisschen von Komplikationen gesprochen auf deiner Facebook-Seite. Du hast gesagt, ein paar schöne Schüsse sind entstanden, aber 1000 Komplikationen. Was ist passiert beim Videodreh zum ersten Video? Also man muss sagen, dass wir halt diesmal natürlich bei meinen vorherigen Videos, das ist ja auch schon alles ein bisschen länger her und das war immer so wirklich komplett low budget. Diesmal sind wir natürlich immer noch relativ low budget, aber haben diesmal wenigstens ein bisschen die Möglichkeit gehabt, Geld in die Hand zu nehmen. So hatten dann große Pläne mit Drohnenflügen in schönen Landschaften und haben dann wirklich eine richtig gute Location gefunden in der Sächsischen Schweiz, waren dann da auch zum Dreh, haben halt auch schon angefangen, ein bisschen was gemacht und es war auch wirklich eigentlich alles perfekt. Nur nach einer Stunde wurden wir dann von netten Parkwächtern des Ortes verwiesen und wurden darauf hingewiesen, dass auch in dem kompletten Nationalpark verboten ist zu drehen, also was dann so ziemlich eigentlich alles da war, wo es schön war. Und das war halt auf jeden Fall sehr schwierig, weil wir dann natürlich sehr schnell irgendwie eine Alternative da finden mussten. Und sind dann wenigstens ein paar brauchbare Aufnahmen entstanden oder dürft ihr die dann auch nicht verwenden? Also verwenden dürfen wir die natürlich nicht, werden es aber natürlich trotzdem tun. Nee, aber letztendlich, also das, was wir haben, haben wir, sind ein paar wirklich gute Sachen dabei, aber halt einfach eigentlich zu wenig. Ich hoffe halt, dass unser Videoschnittmensch das Beste rausholt. Leider Gottes, die Drohne konnten wir gar nicht verwenden. Also wir haben einen Flug machen können. Dann hat es den restlichen Tag noch geregnet. Als es nicht mehr geregnet hat, waren wir wieder im Nationalpark und haben dann heimlich noch ein paar Sachen gemacht da. Aber nee, aber insgesamt, wir haben dann noch einen zweiten Tag woanders gehabt und es wird schon irgendwie werden. Letztendlich zählt die Musik und aber man lernt immer weiter. Die nächsten Videodrehs dann vielleicht eine Drehgenehmigung besorgen. Ja, das ist ja leider auch nicht so günstig. Also wir haben dann da, die haben natürlich da einen kompletten Aufwand. Also ich muss auch ernsthaft sagen, so das mit der Drohne habe ich auch irgendwo verstanden, aber allgemein, das ist halt einfach Landschaft gewesen, da nicht zu drehen. Also ich weiß nicht, für mich gibt es da kein Grund so, ja, weil ich meine, kein Mensch hat diese Landschaft da hingebaut. Ja, irgendjemand sagt, alles klar, Nationalpark kostet Geld hier zu drehen. Das wäre auch einfach unfassbar teuer geworden. Die Drehgenehmigung hätte wahrscheinlich so viel gekostet wie das ganze Video. Und deswegen, aber gut, so ist es. Es ist trotzdem was Gutes bei rausgekommen und wird ja dann auch bald veröffentlicht. Ja, also jetzt von heute an, hoffentlich nächste Woche und irgendwie. Dadurch, dass das Interview erst viel später erscheint, ist es dann wahrscheinlich, sind dann schon 3 andere Videos noch draußen. Auf jeden Fall, wenn alle dann schreien, oh, geiles Video, dann sage ich, nee, Mann, das war nur die erste Stunde. Lass uns auf jeden Fall auch über das Cover sprechen. Schon irgendwie überraschend. Man sieht dort zwei Menschen mit Sturmhauben sich küssen. Einerseits diese Sturmhauben, das passt ja wieder ganz gut eigentlich auch so ein bisschen zu deinem Umfeld. Und auf der anderen Seite ist es ja schon ein bisschen romantisch. Vielleicht kannst du mal erklären, wer hatte die Idee dazu und was willst du mit diesem Cover sagen? Also das Ding ist gewesen, dass das Cover ist eine Anlehnung an ein existierendes Foto irgendwo aus dem Internet. So ein befreundeter Grafiker von mir hat halt, der sucht sich halt immer Bilder einfach irgendwo im Internet, so zur Inspiration. Ich sitze halt manchmal so bei dem da, der zeigt mir so seine Bilder, die er gefunden hat. Und ich habe dann auf einmal kam dieses Bild so und ich habe direkt so gesagt, ey, lass das mal. Und mich hat es irgendwie so direkt voll gefesselt, so dieser Anblick so. Und das hat
für mich hat das Bild direkt voll viel ausgesagt. Und da war auch für mich direkt klar, also das ist wirklich relativ lang vor dem Album schon gewesen, habe ich gesagt, das wird mein nächstes Albumcover. Und ja, dann zwischenzeitlich, klar, denkt man so, ah, vielleicht doch nicht. Und, aber am Ende des Tages so, es hat dann zu allem gut gepasst. Und dann haben wir gesagt, gut, wir stellen das nach. Und dann hat Robin Heller, unser Grafikmensch, dann quasi das danach fotografiert. Und ja, also ich finde einfach, es ist einfach ein sehr besonderes Bild mit sehr viel Aussage. Und das fand ich einfach wichtig. Und es hat mich auch direkt... Welche Aussagen des Bildes passen denn zu deinem Album inhaltlich? Also auf jeden Fall Liebe... Auf jeden Fall auch Hass, Überzeugung, Widerstand, Autonomität oder Autonomie, was ist, ich weiß. Was Weiteres? Ja, das sind jetzt so die ersten Sachen, die mir einfallen. Aber ich habe schon mal gesagt, so für mich ist so jedes Mal, wenn ich neu auf das Bild gucke, gibt es irgendeinen neuen Begriff, der mir dann einfällt. Und das finde ich cool so. Also wenn man dann so nicht nur nach dem ersten Anblicken alles klar, so ist es, sondern vielleicht ein bisschen drüber nachdenken kann auch. Gerade das Stichwort Liebe, wird das dann in irgendeiner Form auf dem Album stattfinden? Gibt es Liebessongs? Wirst du dieses Thema inhaltlich konkret behandeln? Also direkte Liebessongs in dem Sinne von so Liebe Mann zu Frau habe ich jetzt in dem Fall nicht. Aber was für mich immer, also ich habe einfach so viel Liebe für meine Jungs, für meine Stadt, für mein Umfeld. Und letztendlich auch ist ein Song auch drauf für jemanden, Verstorbenen aus dem direkten Umfeld, was auch irgendwo auf jeden Fall ein Liebessong ist, ja, aber halt ein bisschen weiter. Und ja, so in dem Sinne ist halt schon Liebe drauf, auch wenn die Leute vielleicht so beim ersten Hören oder allgemein beim Hören erstmal so nicht diesen Eindruck kriegen. Aber eigentlich steckt auch in der Musik an sich sehr viel Liebe drin. Einfach von der Überzeugung, das zu machen. Wie hat denn so dein Umfeld, eben die Freunde, die du gerade angesprochen hast, auf dieses Cover reagiert? Gab es auch so härtere Jungs, die gesagt haben, so nee, das ist mir zu kitschig, das ist mir zu schmalzig? Oder? Also eigentlich mein ganz direktes Umfeld hat es schon, alle haben das sehr krass gefeiert und ich habe denen ja auch schon vorher gesagt, dass ich das machen will und hätten da jetzt viele gesagt, so ja nee, scheiß Idee, dann hätte ich da auch nochmal auf jeden Fall drüber nachgedacht. So. Also ich habe vielleicht ein, zwei bisschen negative Reaktionen jetzt gekriegt von Leuten, die es halt einfach vielleicht nicht so verstanden haben oder persönlich nicht so gefeiert. Ist ja bei allem so. Ich meine, es gibt nichts, was alle gut finden, aber also allgemein auch in meinem Umfeld ist die Reaktion darauf schon sehr gut. Sogar meine Mutter hat sich gefreut, was auf jeden Fall... die eigentlich nicht so der Sturmhauben-Fan ist, aber die hat gemeint, die find's cool. Und das zeigt auf jeden Fall, dass es auch vielleicht Leute erreicht außerhalb jetzt dieses Rap-Umfelds oder dieses so hartem Umfeld im Sinne der Sturmhaube. Wie oft trägst du denn Sturmhaube? Darüber kann ich jetzt nicht so viel sagen. Das ist jetzt... schwer, das kann man jetzt in so einem Interview nicht beantworten. Ja, aber du hast zumindest eine und du hast sie auch schon mal aufgehabt in deinem Leben. Beim Motorradfahren auf jeden Fall, immer, das ist wichtig, das Windschutz quasi. Auch beim Reiten beispielsweise oder so. Genau so ist es, ja. Da, wenn man mit dem Cabrio fährt ohne Verdeck. Auf jeden Fall, weil wir viele Cabrios auch haben und deswegen braucht man auch eine Sturmhaube dazu. Man kann ja deine Art von Rap schon als dreckig bezeichnen. Das ist Straßenrap, den du fabrizierst. Wie sieht es aus, jetzt gerade in der Zeit, als du an diesem Album gearbeitet hast? Hast du dich auch mit anderem deutschen Straßenrap beschäftigt? Hast du verfolgt, was ein Massiv eben macht oder ein CEO oder auch ein Nate 57? Hast du dir aktuelle Alben angehört und vielleicht dich auch mal so ein bisschen eben verglichen, was die Konkurrenz oder die Kollegen so machen? Also grundlegend auf jeden Fall. Also V und ich, wir hören uns eigentlich alles an und jetzt gerade wieder auf der Hinfahrt haben wir uns das Exodus-Album geholt bei iTunes und ja, wir hören uns eigentlich so ziemlich alle Alben an. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, so ich bin jetzt nicht so der übertriebene Fan wirklich von diesem harten Gangster-Rap, ja. Deswegen so massiv jetzt vielleicht von der Musik nicht ganz so mein Fall. Ich kriege das natürlich mit, die Videos gucke ich mir auch trotzdem immer alle an. CEO, muss ich sagen, hat mich auf jeden Fall, auch besonders die Videos halt schon sehr unterhalten, auch wenn ich jetzt vielleicht persönlich das Album jetzt nicht auf Dauerrotation mir anhören werde, so, aber es hat einfach einen krassen Unterhaltungswert. Nate sowieso auch, ich meine, bei ihm, also den würde ich jetzt von den drei noch am ehesten einfach hören, weil ich halt finde, dass er halt auch einfach ein bisschen mehr Tiefe in der Musik hat. Also bei mir ist besonders das immer wichtig. Also klar, ich mache selber schon relativ dreckigen Rap, aber ich behaupte immer von mir selber, dass ich immer sehr viel Tiefe drin habe. Auch wenn das vielleicht ja, die Leute manchmal ein bisschen so überhören oder nicht
checken, ich weiß nicht. Aber mir ist eigentlich immer so der Inhalt sehr wichtig. Stand für dich aber nicht zur Debatte, für das neue Album vielleicht auch mal featuretechnisch so ein bisschen rauszukommen aus deinem gewohnten Umfeld? Ey, ich hatte das auf jeden Fall vor, aber das Problem war halt einfach Folgendes gewesen. Es gab auch ein, zwei Möglichkeiten, sag ich mal, die man hätte machen können, ja. Aber das Ding ist einfach so, es gibt jetzt kaum jemanden so in dieser, außerhalb unseres Camps, in dieser Rap-Szene, mit den ich wirklich so gut kenne, dass ich sage, alles klar, man ist auf so einer coolen persönlichen Basis, dass das Sinn macht, weil das ist für mich halt immer sehr wichtig. Und auf der anderen Seite, es wäre halt so gewesen, in Wahrheit, klar, ich bin noch relativ am Anfang und deswegen halt für viele Leute vielleicht musikalisch noch nicht so relevant, ja. Und ich weiß ja einfach, wie das dann abläuft, ja. Dann sagt man, alles klar, wir machen einen Song zusammen, dann wird sich das so zugeschickt und so. Und das ist halt nicht der Anspruch, den ich an Musik habe. So, für mich ist einfach immer das Wichtigste, beim nächsten Song den nächstbesten Song zu machen. Und ich war mir halt sicher, dass ich einfach mit vielen Leuten, dass vielleicht der Anspruch von den Leuten nicht derselbe gewesen wäre, was ja auch vollkommen verständlich ist, so. Bei mir ist es ja auch nicht anders, wenn vielleicht, das klingt immer so blöd, wenn vielleicht einfach kleinere Leute einfach fragen, man macht es dann vielleicht auch gern aus Gefallen, aber natürlich ist es dann einfach ein bisschen lockerer so, weil man da selber jetzt nicht vielleicht so glänzen muss, ja. Und das war dann einfach der Grund, warum ich halt letztendlich dann nur mit meinen Jungs die Dinger gemacht habe, weil ich mit denen halt wusste, alles klar, die haben dieselben Ziele oder dieselben Ansprüche an den Song wie ich selber. Es gab einen Song, glaube ich, im Februar oder so, ein 16 Bars Exclusive, da gab es ein bisschen mehr Features drauf. Neben deinem gewohnten Umfeld, Raff war zum Beispiel auch mit drauf. Sie wollen das auch, hieß der Song. Und es war ja eigentlich für dich, glaube ich, für deine Verhältnisse ein ungewohnt entspannter Beat. Und trotzdem hast du souverän darauf gerappt. Mussten die Jungs dich erstmal überreden, dass du dich da damit anfreundest? Oder hattest du auch Bock, das mal auszuprobieren? Also was heißt überreden? Ich wurde letztendlich so mehr oder weniger einfach ins gemachte Netz gesetzt. Letztendlich hat Hadi mir vorher gesagt, so alles klar, wir wollen den Song machen. Ich habe gesagt, auf jeden Fall dabei, so gerade auch mal so mit Raff auf einen Song zu sein, ist natürlich schon eine geile Sache. Und letztendlich kam dann einfach der Beat. Ich war erstmal so ein bisschen, oh Mann, wie soll ich das jetzt machen? Und ja, ich habe verrückterweise viel positive Resonanzen darauf bekommen. So. Es ist halt dann natürlich immer was anderes, wenn man auf Beats rappt, die man vielleicht selber gar nicht feiert, das kann trotzdem gut ankommen, so, ja, und das war vielleicht scheinbar der Fall. Das hat dich jetzt nicht so beeinflusst, dass du fürs Album vielleicht auch so ein paar Songs eher in die Richtung gemacht hast? Eher weniger, also ich bin schon irgendwo meiner Linie treu geblieben, habe natürlich schon darauf geachtet, dass die Produktionen insgesamt auf jeden Fall mächtiger und stärker werden als vorher, also es wäre ja auch blöd, Schritte zurückzumachen, aber ja, sowas direkt ist jetzt nicht drauf, auch wenn ich es vorher vorhatte. Ich habe mir fest vorgenommen, halt mal ein, zwei andere Sachen auszuprobieren. Ich habe es auch probiert, aber irgendwie hat mir das dann immer alles nicht so gefallen. Und letztendlich, so sage ich auch immer so, für mich ist halt, ist es dann mein Album und die Mucke, die ich halt hören will. Ja, und auch wenn vielleicht der Rest der Welt sagt, ist nicht mein Fall oder sonst was, so, wenn ich zufrieden bin, dann ist mir das dann eigentlich auch egal. So. Deswegen. Aber in Zukunft werde ich auf jeden Fall natürlich das probieren. In dem Fall habe ich jetzt auch leider selten Beats bekommen, wo es so war, dass die sehr außergewöhnlich gewesen wären, aber mir trotzdem gefallen haben. Aber das kann sich ja ändern. Vielleicht schicken dir ja mal ein paar Menschen ein paar Sachen zu. Was ja neben der Musik und den Beats und den Inhalten auch sehr wichtig ist, ist das Ganze drumherum. Und gerade bei euch spielt ja das Label auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Du hast gerade einen Namen angesprochen, der eine ganze Zeit lang, glaube ich, sehr wichtig war und jetzt auf einmal nicht mehr da ist. Lass uns vielleicht kurz darüber sprechen, wie du das aufgefasst hast. Ihr habt öffentlich gesagt, dass ihr euch freundschaftlich getrennt habt von Hadi. Was genau ist passiert? Also aus deiner Sicht? Also ich habe auch schon vorher, so für mich ist einfach die Sache, ich will jetzt über das Große und Ganze nicht wirklich reden, weil ich habe immer schon gesagt, dass es mich stört, dass die Leute ihre Konflikte, die sie haben, so krass in der Öffentlichkeit austragen und sich dann so gegenseitig noch hochziehen und sich daran pushen wollen, an irgendwelchen Streitigkeiten, um daraus Promo zu machen. So, das ist nicht unsere Art. Es hat letztendlich einfach alles in allem nicht so funktioniert. Hadi hat jetzt eine Frau gefunden, hat geheiratet. So, ich wünsche ihm alles Gute. Letztendlich habe ich trotzdem noch persönlichen Kontakt mit dem und einfach das Geschäftsverhältnis ist halt einfach aufgelöst worden. Ja, und das ist, mehr will ich wirklich nicht dazu sagen, weil das wäre einfach
ihm ungerecht gegenüber so, ja, und auch andersrum wäre es von, würde ich es auch von ihm ungerecht finden, wenn er irgendwas über mich oder über uns sagen würde so. Und deswegen so muss ich leider dabei bleiben. Was mich zumindest nur interessieren würde, ich glaube, darüber kannst du ja reden, hat sich denn jetzt groß was verändert bei euch? Also musst du jetzt vielleicht auch mehr Arbeiten übernehmen, die vorher eben vielleicht ein Hardy gemacht hätte, oder macht das jetzt alles Vega? Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir, ist, also mich wird wahrscheinlich am wenigsten noch treffen, weil ich grundsätzlich eigentlich immer schon so war, dass ich meine Sachen weitestgehend selber in die Hand genommen habe. So, das wird Hardy sicher auch bestätigen können, so, weil ich einfach grundsätzlich, weiß ich nicht, bin relativ eigenständig und mag es ungern, Leute nach Hilfe zu fragen. So, ich fühle mich dann immer ein bisschen unwohl. Und klar, natürlich ist es jetzt gerade wirklich beim Album, wo man jetzt auch vielleicht ein bisschen weitergehen will als beim ersten, sind natürlich schon viele, viele Sachen, die anfallen und ich merke schon, manchmal ist es schon stressig und man weiß dann manchmal nicht so weiter. Wir haben letztendlich halt ja immer noch das Wolfpack-Team im Rücken und sowas, die unterstützen uns jetzt halt auch. Und klar, sonst V, der sich ja eh auch schon einfach gut auskennt mit den Abläufen eines Albums, steht da jetzt auch komplett dahinter. Und deswegen, also es ist auf jeden Fall natürlich mehr geworden. Es sind mehr Sachen, wo man selber vielleicht in eher internere Dinge Einblick bekommt, aber ich denke mal, das läuft ganz gut und wir werden es in Zukunft auch irgendwie geregelt kriegen. Das reicht ja auch schon, mehr brauchen wir ja auch gar nicht über dieses Thema reden. Dein letztes Album, Fighting Society, kam 2011 und ihr habt gesagt, dass das eigentlich verkaufstechnisch alles ganz gut gelaufen ist, war in der Vorweihnachtszeit ein bisschen unglücklich und ist deswegen dann auch nicht gechartet. Jetzt im Nachhinein betrachtet, hat dich das doll geärgert oder war es eben eigentlich auch egal, weil ihr intern mit dem Erfolg einfach zufrieden wart? Ja, also ich meine im Nachhinein, so in dem Moment so, als es dann klar war, war ich natürlich schon so, war schon schade, weil es ist natürlich immer so der absolute Kindheitstraum eines jeden Musikers, einmal irgendwie so in den Charts zu stehen, ja. Aber jetzt im Nachhinein machen wir uns eher so ein bisschen so drüber Lust oder lachen einfach drüber und hoffen, dass es diesmal anders ist. Und letztendlich, die Wahrheit ist auch, weißt du, wenn ich dann da gechartet wäre, dann wäre das dann irgendwo zwischen 80 und 100 gewesen und da will man ja dann auch nicht stehen so. Und deswegen ist es vielleicht ganz gut so, wie gesagt, was mir eigentlich viel wichtiger ist, sind so die Resonanzen von den Leuten einfach. Wenn die Leute sagen, alles klar, Mann, mir hat das Album gut gefallen, das ist was man auch einfach auf lange Zeit hören kann und das ist das, was ich von vielen zurückkriege, so, das macht mich eigentlich viel glücklicher als so eine Zahl, die dann irgendwo wo steht. Es gibt so viele Alben, die gut gechartet sind, wo einfach dann, weiß ich nicht, nach 2 Monaten kein Mensch mehr drüber redet und da ist ja auch keinem geholfen. Und deswegen ist auf jeden Fall, bin ich cool damit so. Nicht, dass wir dir das wünschen, aber sollte jetzt irgendwas schieflaufen und das neue Album chartet eben auch nicht und ist vielleicht nicht so erfolgreich, wie ihr das gerne hättet, hast du so einen Plan B in der Tasche? Was spielt da vielleicht auch dein Studium an der SAE? Hast du dir da schon mal Gedanken darüber gemacht? Also grundsätzlich so, ich bin ja selbstständig, bin ja fertig mit dem Studium, ich habe mein Studio so, ich nehme Leute auf, mache Mischarbeiten und sowas, einfach Engineer-Tätigkeiten auch für unser ganzes Label und auch noch ein paar Sachen darüber hinaus und grundsätzlich lebe ich eigentlich eher davon so, diese Rap-Sache. Natürlich, ich meine, wir spielen noch Touren und sowas und also das spielt da schon alles mit rein, ja. Aber für mich ist es jetzt nicht so, dass ich auf das Album finanziell sonderlich angewiesen bin. Und das ist auch, finde ich, gut so, dass das so ist, weil das ist es egal so. Am Ende ist hier auch wieder so, wenn ich gute Resonanzen kriege, gibt es mir einfach wesentlich mehr. Und ich bin selber diesmal noch wesentlich mehr zufrieden mit dem Album als beim letzten. Wir haben auch diesmal geguckt, wirklich mit dem Sound und so weiter, dass da einfach alles perfekt ist. Und deswegen so, ist eigentlich alles, was jetzt passiert, so ist irgendwo ein bisschen Schicksal. Vielleicht auch, wie es halt gerade ankommt, so die ersten Singles werden es zeigen. Und wir haben unser Bestes gegeben und wenn es dann halt nicht klappt, dann ist es halt so. Also ich werde nicht aufhören, Musik zu machen oder sonst irgendwas. Für mich ist es einfach was für mich persönlich wichtig ist und deswegen werde ich das auch eh immer weitermachen, ob Erfolg oder nicht. Wie anstrengend oder nervig ist denn eigentlich dieser Job, deine eigenen Labelkollegen und Kumpels teilweise abzumischen im Nachhinein? Nervt das dann auch manchmal, wenn dann irgendwie jemand 5-mal kommt und sagt, mach mal das so? Oder vertrauen die dir da auch alle komplett? Also auf jeden Fall, mein größter Freund diesbezüglich war der gute Herr Liquid Walker. Der hat es, glaube ich, auch schon mal bei dir im Interview angesprochen. Der hat auf jeden Fall sehr hohe Ansprüche, beziehungsweise manchmal sogar, glaube ich,
weiß er selber nicht so genau. Also man kann es ja jetzt sagen, dass es halt Sachen waren. Er wollte irgendwie 3 Änderungen haben und eine Kleinigkeit hatte ich irgendwie vergessen gehabt und hat gesagt, alles klar, jetzt gut. Das war dann auf jeden Fall immer interessant. Aber ansonsten vertrauen mir die Jungs da auf jeden Fall. Es ist halt, was immer ein bisschen schade ist, ist für mich eigentlich nur die Sache, sobald ein Release von uns fertig ist, kann ich es halt nicht mehr genießen, weil ich die Sachen schon so oft gehört habe, dass ich eigentlich froh bin, es erstmal wegzuhaben. Ich mache es auch immer bei meinen eigenen Sachen so, wo es ja dann noch extremer ist, dass ich halt einfach vor Release das 4 Wochen von allen Sachen runterlösche und erst wenn die CD dann da ist, wieder höre, damit man das so ein bisschen genießen kann. Aber ansonsten ist ja geil, weißt du, so ich habe einfach dann großen Einfluss auch auf die einzelnen Songs und das macht mir Spaß so, weil ich für die Jungs einfach das Beste geben kann. Und ich glaube, das ist so ein gegenseitiges Vertrauen-Ding auch auf jeden Fall. Die Jungs vertrauen mir und ich versuche denen natürlich im Gegenzug so alles zurückzugeben, was möglich ist. Neben deiner Musik und eben auch deinem Job als, wie nennt man das mal genau, Engineer bist du, ne? Musik-Engineer. Ja, kann man so sagen. Spielt ja Fußball eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und ich glaube, auch durch den Fußball haben eben du und Vega sich kennengelernt. Also der Anfang einer unfassbar tollen Freundschaft. Und weil er heute mitgekommen ist, zählen wir den jetzt nochmal kurz vor die Kamera, oder? Ja, würde ich auch sagen. Der sitzt da gerade, trinkt einen Jackie Cola und denkt, der kommt hier raus aus der Nummer so einfach. Aber so läuft es nicht. Lieber Herr Vega, würdest du uns 3 Minuten deiner Zeit schenken? Ich finde es toll, dass du mitgekommen bist. Weil verrückterweise hat ja der Boska eigentlich neulich geschrieben, dass du dich momentan so ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückhältst und nicht so ganz vor die Kamera gerade willst, aber du hast es heute trotzdem gemacht. Für euch tue ich ja fast alles. Nur ganz kurz vielleicht zu dem Grund, warum hast du dich gerade so ein bisschen zurückgezogen? Weil ich im März nächsten Jahres als massiv zurückkommen werde von meiner körperlichen Statur. Und ja, deswegen wollte ich mich ein bisschen zurückhalten, habe nicht so viele Fotos gepostet und so viel Sport gemacht. Wie hast du schon abgenommen, wenn ich fragen darf? Jetzt 20 Kilo. Und er ist auch sehr diszipliniert dabei. Ey, auf jeden Fall. Ja. Man sieht es an dem Jackie Cola Glas, das klappt. Nee, Whisky-Fest. Also man muss ja ernsthaft sagen, so, wir sind da beide so ein bisschen unter der Woche komplett Sportprogramm und dann Wochenende trotzdem noch die Alten. Auf jeden Fall. Aber ich habe schon gesagt, ich will das jetzt hier nicht ausnutzen, dass du uns kurz Zeit schenkst, aber eine Geschichte würde ich ganz, ganz gerne mit euch beiden zusammen mal kurz besprechen. Vielleicht erzählt ihr nochmal, ich glaube, es war ein Auswärtsspiel von Frankfurt, bei dem ihr euch kennengelernt habt. Wie war das erste Aufeinandertreffen? Wann haben wir uns genau kennengelernt? War das bei den Amateuren? Also das Gute ist ja immer an der Sache, der André kann sich leider immer an so Storys nicht mehr so gut erinnern wie ich. Also ich hätte ja jetzt gern mal an seiner Seite aus seinem Mund so seinen Eindruck davon gehört, aber ich glaube, er weiß es einfach wirklich nicht mehr so genau. Aber das war Nürnberg auswärts, Alter. Ach, das andere, was ich gerade gemeint habe, war, wo wir den Ali kennengelernt haben. Oder? Ja. Wo der Reiter, ja, genau, das war wieder was anderes, okay. Ja, das war einfach schlicht und ergreifend dann ja mein erstes Spiel, was ich mit Ultras Frankfurt gefahren bin. Oder? Höchstwahrscheinlich. Ja. Wie ist es dann so, von Fußballfan zu Fußballfan, habt ihr einfach sofort, war das so Liebe auf den ersten Blick? Ihr habt nebeneinander gestanden und dachte so, yay, wir mögen uns, oder? Nee, also das war, glaube ich, größtenteils, ich habe ja so einen kleinen Mentor, der mich quasi auch dahin gebracht hat, mit dem ich da unterwegs war bei dem ersten Spiel. Und ich glaube, es ging schlicht und ergreifend dann im Endeffekt darum, dass er ja damals schon Mucke gemacht hat, also schon längere Zeit, und auch Mucke für die Gruppe gemacht hat oder über die... Geschichte über den Weg, den die gegangen sind, und ich ja auch Mucke gemacht habe, aber unabhängig von dieser Fußballsache, und wir dann einfach ganz simpel vorgestellt worden sind. Er hat gesagt, guck mal, das ist der David, der macht auch Mucke, der hat, ich kannte ja die Songs auch schon, also die waren ja auch vorher schon im Netz. Dieser Ultra Chaos EP, also 3 gibt es ja, glaube ich, mittlerweile davon, ne? Genau, von der ersten war das damals noch. Ja, genau, wobei das dieser Football Clowns Song ja. war, den ich halt da speziell kannte, und deswegen wusste ich schon, was er macht, und dann haben wir uns kennengelernt, und dann war natürlich relativ schnell Parallelen, Schnaps, Joints und Fußball, und dann haben wir uns eigentlich relativ gut verstanden und sind dann eigentlich auch relativ schnell, glaube ich, das erste Mal selbst zusammen ins Studio gegangen, haben dann einen Song gemacht. Der war ja dann auf der ersten Ultra Chaos EP, oder? Genau, ja. Er war dann auf der ersten direkt, und ab dann waren wir eigentlich relativ schnell ein Kopf und ein Arsch.
Es sind ja auch in deiner Karriere und auch natürlich im privaten Umfeld bei dir viele Menschen gekommen und gegangen. Ist das zwischen euch sowas Unkaputtbares? Also man soll natürlich nicht die Hand ins Feuer legen, aber ich würde schon sagen, dass Boska und meine Beziehung auf jeden Fall zu den etwas beständigeren gehört. Ja. Also ich habe nicht keinen Moment jetzt in den letzten, was weiß ich, wie lange ist das jetzt, 6 Jahren oder so, wo ich jetzt sagen würde, ey, das, da wäre das kurz davor, dass das irgendwie in die Brüche geht. Also ich denke, wir sind so die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, ist schon, glaube ich, darauf ausgelegt, dass wir das auf jeden Fall länger machen. Und er sagt ja auch öfter in seinen Songs, jetzt auf dem neuen Album auch, keine Ahnung, der Deal mit meinem Label, ein Vertrag bis zum Tod. Und von meiner Seite ist das sowieso klar. Wie gesagt, er ist mein Bruder, er ist auch natürlich ein kleines bisschen, ist natürlich sein Album auch ein kleines bisschen mein Baby. Ich bin natürlich auch sehr stolz darauf. Ich freue mich, dass er jetzt ein bisschen Anklang findet, dass es auch, dass Leute sich krasser dafür interessieren. Das war bei seinem letzten Album leider nicht so. Obwohl es ein Monsteralbum war, obwohl er trotzdem seine CDs verkauft hat, mehr verkauft hat als andere. Das machen die komplette Bandbreite haben. Und ich denke schon, dass wir auf jeden Fall zusammenbleiben. Ich muss noch abschließend die Frage für dich erlaubt sein, auch wenn das jetzt vielleicht eure Freundschaft dann doch in Gefahr bringt, aber wer von euch beiden ist denn der größere Eintracht-Fan? Wer hat mehr Ahnung, Hand aufs Herz, und wer könnte vielleicht auch der bessere Trainer sein? Also ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass ich auf jeden Fall der bessere Trainer wäre. Das auf jeden Fall. Aber bessere, das kommt drauf an. Also Ich glaube, es ist ernsthaft, das lässt sich voll schwer sagen, weil das sind immer so Phasen, wo dann jemand halt mal gerade mehr drin ist und mehr Bescheid weiß, weil der andere gerade viel noch so zu tun hat und so. Deswegen, also das wechselt sich, glaube ich, wird sich alle halbe Jahr wechselt sich das ab so. Ja, ich habe schon mehr Ahnung vom Fußball auf jeden Fall. Das, lassen wir das so stehen. Das ist schon mal so wie das Unentschieden letzte Woche. Was so, das letzte Woche von ihm ein Unentschieden angekündigt, morgens am Frühstückstisch. Da, war ist auf jeden ausgegangen, Fall. 1-0. Hätte locker ein 1-1. Was ist auf jeden Hätte Fall ein 1-1 werden ist können. Auch halt ein komplettes Unentschieden. Ja, sehr unentschieden. Aber nee. Bevor ihr euch schwierig. Jetzt noch streitet, nee, ne? Quatsch, niemals. Aber nee, ist halt schwierig. Jeder hat so seinen eigenen, jeder macht seine eigenen Sachen. Wir lieben beide dasselbe. Und egal, wer mehr Bescheid weiß, weniger Bescheid weiß. Er hat ja auch keine Ahnung von Rap und bringt jetzt ein Album raus. Das kann ich schon akzeptieren. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Viel Spaß weiter beim Whisky trinken. Ich quatsch mit dem Boska noch ein bisschen weiter. Lass uns mal kurz beim Fußballthema bleiben, weil es ist ja irgendwie auch schon spannend, mit was für einem Elan und wie viel Herzblut ihr dabei seid. Wie viel Zeit investierst du in dieses Hobby, in diese Leidenschaft? Wie oft gehst du dann auch wirklich ins Stadion? Bist du bei allen Auswärtsspielen mit dabei? Wie kann man sich das vorstellen? Also ich bin eigentlich immer und überall dabei, wo die Eintracht spielt. So viel kann ich sagen. Ich stecke privat auch relativ viel Zeit da rein. Nicht mehr so viel wie vielleicht früher, weil natürlich mittlerweile diese ganze Musikgeschichte einfach viel Überhand gewonnen hat. Aber es ist eigentlich in meinem Leben hundertprozentig vertreten immer. Und es ist eigentlich auch immer was im Kopf ist oder im Hinterkopf ist und bei jeder Terminplanung auch beachtet wird. Und deswegen so, also es ist einfach ein Vollzeit-Ding, dem man sich gewidmet hat. Und bei Vega weiß man ja, dass man das in der Vergangenheit leider dann auch schon so Sachen wie Stadionverbot zustande gekommen sind. Hattest du auch schon Probleme in der Hinsicht? Also ich kann natürlich so viel dazu sagen, dass ich da auf jeden Fall schon Probleme hatte oder habe, aber das ist was ich jetzt auch wirklich nicht so in der Öffentlichkeit ausführen will. Aber gut, ich meine, ich sage halt immer zu solchen Sachen, die Leute sollen einfach meine Songs hören, da erzähle ich auf jeden Fall genug darüber. Also auch auf Solange es schlägt, wird Fußball und die Eintracht und das ganze Ultra-Ding schon eine wichtige Rolle spielen? Also nicht so eine wichtige Rolle, wie es vielleicht viele Leute erwarten würden. Also für mich muss man das auch so ein bisschen trennen, weil für mich ist Ultra grundsätzlich eine Sache, die jetzt nicht nur auf den Fußball zu beziehen ist. Weil das ist für mich einfach eine grundsätzliche Lebenseinstellung, wie man einfach durchs Leben geht. Und da geht es um alle Lebensbereiche, ja. Und da geht es auch viel um die Musik. Und das hat für mich gar nicht so diesen direkten Bezug immer zum Fußball. Und deswegen spielt Ultra auf jeden Fall so mit den Sachen, wo ich sage, das sind Werte, die für mich wichtig sind, auf jeden Fall eine große Rolle. Wohingegen halt Fußball und explizit jetzt die Eintracht auf dem Album eher eine kleine Rolle spielt. Weil ich einfach gesagt habe, ich habe letztes Jahr die dritte Ultra-Chaos-EP gemacht. Das war einfach voll auf die Fresse, Fußball-Eintracht-Ding, so eigentlich auch halt nur für die Leute gedacht.
Und mein Album ist halt mein Album, so, da geht es um mich persönlich einfach, wo das natürlich auch eine Rolle spielt. Aber ich wollte da so ein bisschen mehr erzählen und auch so ein bisschen versuchen, aus dieser direkten Schiene rauszukommen, weißt du? Weil die Musik, die ich mache, ist gar nicht mittlerweile nicht mehr so stark durch das geprägt. So. Also das ist auch nicht das, wo ich hin will, dass die Leute hinterher immer sagen, ja, der Fußballrapper, bla bla bla, so das... Deswegen ist auf dem Album, glaube ich, für Außenstehende vielleicht auch ein bisschen befremdlich manchmal dieses Thema. Also das ist auf jeden Fall so. Ich merke das auch immer wieder, wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalte, dass verrückterweise halt tatsächlich diese ganze Mediendarstellung, die ja für uns sowas ist, wo wir halt natürlich so ein bisschen drüber lachen, weil wir einfach wissen, wie es halt ist und was halt dargestellt wird. Aber verrückterweise ist die Wahrheit tatsächlich, dass viele Leute trotzdem viele Sachen so aufnehmen. Ja? Und ich denke mir halt immer, dass vielleicht manchmal nicht weit genug gedacht, weil ich glaube, jeder, der so in dieser Hip-Hop-Szene ist, sollte das kennen einfach. Ja? Wenn es irgendwie einen Stress-ohne-Grund-Song gibt und auf einmal dann die ganze Hip-Hop-Szene wieder in Verruf gerät einfach. Ja? Und Da sollten die Leute doch einfach wissen, wie es einfach ist, ja. Dass man nicht alles über einen Kamm scheren sollte. Also nicht mal so, ja. Vielleicht verstehen die Leute das falsch. So, mir ist dieser Song auch grundsätzlich egal. Aber es wird einfach irgendwas, was hetzerisch ist, was funktioniert, genommen. Und daran wird sich aufgehangen und dann irgendwie über eine komplette Sache geurteilt. Und das ist einfach, finde ich, ein Riesenfehler. Also das ist auch was ich einfach meiner Meinung nach ein gesellschaftliches Problem, worüber ich auf dem Album halt auch rede und das thematisiere. Und du stellst dieses Außenbild dann auch ein bisschen anders dar. Ja, auf jeden Fall. Also ich sag halt auch, es geht nicht um Gewalt oder um weiß ich nicht was, um Action, um Pyro oder bla bla bla. So, es geht in erster Linie mal um Zusammenhalt. Das ist das Wichtige und das ist einfach, was so ausgeblendet wird. Die Punkte, die du angesprochen hast, spielen ja trotzdem schon eine Rolle, oder? Also, sie sind halt da. Sie sind halt da. Also ich meine, ich bin ja auch niemand, ich sag auch nicht von mir selber, ich bin... Er war auf jeden Fall gerade interessant. Er hat auch schon so ein paar von den Whisky ist hier mitgenommen. Er hat auch den ein oder anderen 10-Euro-Whisky schon getrunken. Nee, die Sache ist, ich sag ja nicht, ich bin ein Vorbild für die Kids oder sag den Leuten, alles klar, so wie ich lebe, ist der beste Weg, um in den Himmel zu kommen oder sowas. Sondern ich sag halt, alles klar, ich habe eine Überzeugung, dafür stehe ich halt ein. So. Weil du diese Überzeugung hast, haben wir da was Kleines vorbereitet. Wir haben ein paar Fotos mitgebracht von früheren Spielern der Eintracht. Und vielleicht kannst du ja zu jedem mal kurz was sagen und vielleicht auch, was du dann mit demjenigen verbindest. So. Der Erste. Vielleicht kannst du es ja mal so hinhalten, dass man es auch sehen kann. Ja, das ist JJ Okocha. Wenn nicht, soll mich jemand erschießen. Das ist schon mal richtig. Also ich sage ja ernsthaft, mit so Sachen bin ich halt wirklich immer ganz schlecht, weil ich auch nicht so das gute Gedächtnis habe. Nee, wie gesagt, JJ Okocha hat gespielt bei der Eintracht um 99 irgendwann rum. Also die genauen Jahreszahlen kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. War auf jeden Fall in einer Zeit, wo ich so Richtung Eintracht gekommen bin, auf jeden Fall aktiv. Und hat in einer Mannschaft auch gespielt, die für mich heute noch so die Eintracht ist, mit der ich das Wort Eintracht einfach verbinde. Und auf jeden Fall krasser Typ gewesen. So. Ja. Gibt es so einen speziellen Moment, den du mit ihm verbindest? Vielleicht ein Tor? Es gab ja ein ganz besonderes Tor von ihm. Also ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, war er beim 5-1 gegen Kaiserslautern auch beteiligt gewesen damals. Aber nee, was du natürlich meinst, ist das Tor gegen Kahn. Ey, ich weiß verrückterweise nicht mehr, das war, glaube ich, war da Kahn noch bei Karlsruhe? Da fragst du mich jetzt aber auch zu viel. Das war, ja genau, also das war ja sein besonderes Tor. Letztendlich, was natürlich jeder mit ihm verbindet, ist eigentlich sein berühmter Übersteiger so, der ja auch heute noch der JJ Okocha-Trick ist. Jetzt mit dem 5-1 gegen Leverkusen, gegen Lautern werden Leute wahrscheinlich mich schlagen dafür, weil er da wahrscheinlich nicht getroffen hat. Hast du aber auch schon ein paar Whisky getrunken, ist okay. Ist okay. Nee, das, ja. Dann habe ich dir noch jemanden mitgebracht. Ach du meine Güte. Ja, hier einmal für die Kamera Andi Möller. Ein schwarzes Kapitel in der Geschichte von Eintracht Frankfurt.
große Heulsuse und ey, über den kann man auf jeden Fall nicht viele Worte verlieren. Das heißt, du hast ihn nie gemocht? Nee, also den hat keiner gemocht. Also den hat wirklich keiner gemocht. Es gab sogar eine Zeit, wo er, glaube ich, dann Trainer von der U23... André, war das nicht so? Der sollte Trainer von der U23 werden oder irgend sowas war da noch. Irgendwas ganz Verrücktes. Mega sagt, er war eine Fotze aus dem Off. Fürchterlich. Also, nee, muss man zuklappen. Was macht man dann als Eintracht-Fan, wenn da jemand ist, den man so hasst? Also, wie geht man damit um? Ignorieren einfach. Das ist, glaube ich, das Beste. Also, er ist ja nicht, da gab es auf jeden Fall noch andere Kandidaten in der glorreichen Geschichte. So, wir haben noch einen letzten für dich. Ja, das ist verrückterweise Charlie Körbel, Ehrenspielführer von Eintracht Frankfurt. Ja, auf jeden Fall glorreiche Tradition, aber vor meiner Zeit. Halt, deswegen kann ich jetzt zu seiner Spielerkarriere wenig sagen. Aber er ist jemand, mit dem wir noch so, ja, eigentlich im Kontakt sind, beziehungsweise der Name auf jeden Fall noch geläufig. Und ein Maskottchen von uns heißt ja auch so. Fick deinen Arsch. Nein, Charlie ist doch dieses eine komische Adlervieh. Eben, ja. Also es gibt ein Adlermaskottchen, was Charlie heißt. Aufgrund. Auch dazu sagen kannst du diesem Herrn, mit 602 Einsätzen ist er der Spieler in der Bundesliga, der quasi am meisten, also hält den Rekord als meist eingesetzter Spieler in der Bundesliga. Ey, das ist auf jeden Fall wahr. Siehst du mal, man lernt sogar hier noch im 16-Bars-Interview was dazu. Aber ich muss ernsthaft sagen, ich war nie jemand so, der sich groß diese Fußball-Faktenbücher durchgelesen hat. Und deswegen, beziehungsweise sind es halt immer so Sachen, die man vielleicht sogar mal gehört hat und ich wahrscheinlich selbst morgen schon einfach wieder nicht mehr weiß. Aber du hast ja auch schon gesagt, es geht ja auch hauptsächlich ums Herz dabei. Und solange es schlägt, schlägt es eben auch nicht nur für die Musik, sondern auch für die Eintracht. Eben. So ist die Bilder darfst du mit nach Hause nehmen und dir an die Wand hängen, wenn du magst. Ja, das ist auf jeden Fall, dass ich das nächste Mal ein bisschen besser abschneide. Wäre das auf jeden Fall. Du hast es doch super gemacht. Ja, ich hoffe es, ey. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Ich danke dir, dass wir hier diesen schönen Nachmittag und Abend, es wird auch langsam dunkel, auf dem Whiskyfest verbringen durften. Du und Vega werdet hier bestimmt noch jetzt den einen oder anderen probieren, oder? Ja, auf jeden Fall. Mittlerweile läuft gute schottische Musik und ich glaube, wir werden hier zum Dudelsack auf jeden Fall noch das ein oder andere Tanzbein schwingen. Das klingt nach einem super Plan. Alles Gute für dich und viel Erfolg. Wenn du noch abschließende Worte hast, dann in diese Kamera. Ich danke euch auf jeden Fall für dieses Interview und ansonsten... Album kaufen, wisst ihr ja alle.